Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir befinden uns heute in einer etwas veränderten Konstellation als sonst. Ich begrüße Sie, Frau Constantin. Und neben mir sitzt Viktor von Haarlem mit einer sehr schönen, tiefen Stimme. Sie werden ihn insbesondere, wenn Sie an der Deutschen Oper Berlin viel gewesen sind, oft gehört haben als Bassisten. Früher hat man gesagt, seriöser Bassist. Bass-Buffo waren sie eigentlich nicht. Bass-Buffos waren eigentlich immer mehr so klein und untersetzt, rundlich. Türke in Italien war ich ein Buffo. Ja, das stimmt. Und ich muss mich ja immer verstellen, wenn ich seriös sein will. Gut. Wir werden noch über Sie und mit Ihnen plaudern. Aber zunächst einmal möchte ich mich an die Zuschauer wenden. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit gemerkt, dass unsere Sendung etwas viel wiederholt wurde. Das war ein Fehler, der sich hier aus Krankheitsgründen so ergeben hat. Ich hoffe, sowas wird sich so leicht nicht wiederholen. Sonst sind Sie uns überdrüssig, wenn Sie uns dauernd sehen. Was wir hier besprechen, ist ja immer so ein bisschen Work in Progress. Vielleicht könnte man sogar sagen Works in Progress, denn wir sprechen ja dann über verschiedene Dinge. Also damit wollen wir vielleicht heute anfangen, im Sinne des Works in Progress. Dann werden wir über Peer Gynt reden in Cottbus. Wir wollen auch immer ein bisschen das Land Brandenburg und vielleicht sogar den größeren Kreis abtasten. Es sind ja viele Bühnen, über die wir gerne reden würden, aber die liegen auch viel weiter weg. Aber nachher werden wir es ja von Haarlem ja hören vom Ausland und das ist dann sehr weit weg. Und da kommen wir, manchmal liegen da sogar Ozeane dazwischen, da kommen wir so leicht nicht hin. Ja, dann vielleicht werden wir sogar endlich mal auch ein klein wenig über Schauspiel reden. Das vergessen wir oft oder wir kommen gar nicht dazu. Aber wir haben dann heute natürlich noch den feurigen Engel in der Komischen Oper ein wenig zu streifen und in der Deutschen Oper Fausts Verdammnis von Berlioz. Aber ich möchte damit beginnen, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Oder was auch Teil unserer Sendung war, nämlich die Trauer, ich würde sagen die Beschwerde. Schimpfen können wir ja nichts, das bringt nichts. Darüber, dass einzelne Theater und einzelne Länder sehr stark vom Kulturabbau betroffen sind, zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Und wir sprachen das letzte Mal über das Mecklenburgische Staatstheater. Und Sie hatten ja dort einen Erfolg gemeldet, trotz all der Misere, nämlich mit einer englisch gesprochenen und gesungenen, nicht? Oper? Gesprochen eher nicht, nein. Ja, war die auf Deutsch übersetzt? Nein, aber sie wurde nicht gesprochen, sondern gesungen. Gesungen, ja. Nee. Ach, ohne... Es waren Übertitel. Ah, gut, danke. Also Dead Man Walking war das. Und jetzt habe ich schon wieder einen Erfolg zu vermelden, und zwar ein Musical. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Also heute muss man ja immer dauernd in Filme gehen, um dann anschließend die Theaterstücke darüber zu sehen. Und in diesem Fall ein Musical, aber ich habe den Film nicht gesehen. Sonnenallee hieß der, soll sehr erfolgreich gewesen sein. Und das ist jetzt in Schwerin auch ein toller Erfolg, natürlich insbesondere über die jungen Leute. Und mit jungen Leuten, die lachen besonders viel. Nur jetzt eine Frage, kennen Sie den Schauspieler Fritsch? Nie gesehen Herbert Fritsch ist doch eher als Regisseur. In der Volksbühne, ja, haben auch nicht gesehen. Nein. Gut, Sie auch nicht. Nein. Und dieser Herbert Fritsch, der führt jetzt Regie und verändert Stücke und wird als Horror-Kasperl des Deutschen Theaters bezeichnet. Und jetzt ist so etwas entstanden, das ist wie ein Virus.
Also Fritsch ist sozusagen der Erfinder eines Virus. Und Sie kennen ja alle vom Namen, am Körper haben wir es ja Gott sei Dank alle nicht, HIV. In diesem Fall würde ich sagen HIF, Herbert und Fritsch hinten und in der Mitte Immunsystem. Also die Bienen sind nicht immun, sondern sie übernehmen alle von Fritsch irgendwelche Mätzchen und tun diesbezüglich etwas zu viel und kopieren ihn. Das sollten die alle Theater möglichst sein lassen, ist meine Meinung. Da muss ich Ihnen sagen, im Musiktheater ist es ja auch so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man eigentlich sagen müsste, das ist die Oper so und so von dem und dem nach einer Idee von Mozart oder nach einer Idee von Verdi. Also die Regie verändert enorm. Wenn ich als Sänger gehen würde zum Dirigenten und ihm sagen würde, hören Sie mal zu, die Partie, diese eine Arie ist mir zu hoch, die werden wir transponieren. Diese viele Achtelkoloraturen kann ich sowieso nicht singen. Machen wir eine Viertelnote, machen wir was anderes draus. Dann würde er wahrscheinlich sagen, lieber Herr von Halim, da ist die Tür. Aber die Regie, ich bin, also was die Moderne, Sie sagen, es ist ein Virus. Ja. Es ist wirklich ein Virus. Und es gibt da Namen, Sie wissen auch, da einer kommt aus Spanien. Ja. Da habe ich Sachen gesehen, wo ich da eigentlich das Stück gar nicht mehr oder kaum wiedererkannt habe. Mhm. Also ich bin da kein Freund, muss ich sagen. Ja. Na gut, ich sehe das ein bisschen anders. Ja, wobei ich natürlich ein Stück noch Herbert Fritsch noch nicht gesehen habe. Ich würde erst dazu gerne was sagen, wenn ich was gesehen hätte. Mhm. Über Murmel, Murmel an der Volksbühne soll sehr gelacht worden sein, während das Stück Musiktheater Nummer 1 eigentlich, sagen wir mal, ich wohne etwas außerhalb und ein Kollege sagte mir, naja, dein weiter Weg, das lohnt sich dann doch nicht. Aber wirklich urteilen möchte ich eigentlich erst, wenn ich was gesehen habe. Aber zu Sonnenallee, ich weiß nicht, ob der Herbert Fritsch das in Schwerin inszeniert hat. Nein. Aber schon dieser Film hat sehr was Musicalhaftes von Leander Hausmann. Naja, das der ja auch ist schon ja Spaß dann macht. Sehr günstig, wenn diese Verbindung schon von vornherein da ist. Nein, der Regisseur heißt Reichel, aber von diesem Fritsch übernehmen sie alle etwas. Und zwar das Klamottieren. So. Wobei das zu Sonnenallee wirklich passt. Ja. Das ist ja schon eine Klamotte im Kino gewesen. Ja, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Frau Konstantin, sagt Ihnen der Name Werner Josef Meyer etwas? Oh, das ist schon wieder so eine Leistungskontrolle, auch nicht. Sagt Ihnen der Name was? Ich kenne viele Meyers, aber den wohl nicht. Ja. Da Sie aus Bayern kommen, hätte ich bei Ihnen keine Absage Moment, ich bin erwartet. In Berlin geboren. Ach so, dann sind Sie Bayern raus. Liebe ich sehr, aber... Gut, also hinter diesem Namen verbirgt sich Werner Eck. Ach so. Und zwar hat er aus dem Namen seiner Frau hat er dann... jeweils Buchstaben übernommen und daraus dann das Eck gemacht. So. Mhm. Also das wissen heute die wenigsten. Werner Eck, ich finde, wir sollten anschließend noch ein paar Sätze über ihn sagen, über das, was über ihn gesagt wurde. Er ist ja eine Zeit lang geliebt worden, dann ist er weggelassen worden, dann hat man ihm vorgeworfen, dass er sich mit den Nationalsozialisten zu sehr eingelassen hat und so weiter. Also, ich möchte aber vorwegnehmen, dass Werner Eck an die Staatsoper engagiert wurde in 30er Jahren und dass er einen Auftrag bekam, eine Oper zu schreiben, und das war Peer Gynt. Und dieses Gleichnis menschlichen Suchens, Irrens, Findens haben Sie in Cottbus gesehen und waren, glaube ich, recht begeistert. Ja, wobei mir diese Figur des Peer Gynt auch nach einer sehr guten Opernaufführung überhaupt nicht sympathisch ist. Der sucht ja nicht, sondern der lässt sich treiben, ist eigentlich eine grässliche Figur im Grunde genommen. Er wird ja auch zum König der Trolle als geeignet befunden und die Trolle bei Ibsen, respektive Werner Eck, sind ja nun wirklich nicht die netten Tourismusmaskottchen, die wir heute unter Trollen kennen, sondern böse, widerliche, dusselige
üble Figuren. Und zu denen gerät er dann ja und befreit sich dann nur mit Mühe, um ein Großkapitalist zu werden, dessen Credo dann auch wieder ist, die, die nichts haben, denen muss man was wegnehmen und es denen geben, die was haben. Ich meine, das ist eine Weisheit und eine Fügung des Lebens, die auch heute noch nicht ganz abgeschafft worden ist, im Gegenteil. Aber dieses Stück Peer Gynt, eine riesige Latte von mitspielenden Personen, alle aus dem Ensemble des Staatstheaters Cottbus besetzt. Also das ist eine richtige Freude, dieses Ensemble-Theater da funktionieren zu sehen. Also die verstehen sich alle blind, diese Sänger. Wenn der eine so macht, dann gibt die andere die Hand da rein. Das muss man gar nicht wahrscheinlich mit denen erst proben. Und mit Andreas Jäpel, dem Bariton, der sich dort sehr gut entwickelt hat, hat man auch eine fast ideale Besetzung für den Peer Gynt gefunden. Also der kann sich bewegen, der kann singen, der kann verschiedene Sachen darstellen. Und Gesine Vorberger als diese Trolltochter, die kann die Grande Dame sehr gut geben. Cornelia Zink, auch eine junge von der Soubrette jetzt über die Lucia, ganz hervorragend entwickelte junge Sängerin, gab die Solveig. Und auch das war einfach berührend, traumhaft, zumal die eine Schlussarie hat. Puccini kann es nicht besser. Das ist überhaupt das Interessante auch an diesem Stück von Werner Egk. Man hat fast ein halbes Jahrhundert Operngeschichte da drin. Man hört weilsche Sachen, diese Choräle, die Weil gerne verwendet. Man hört, wie gesagt, Songstil und man hört eben auch die ganz große Masche, also den Puccini da heraus. Jetzt frage ich Sie, Herr von Halem, haben den Ur-Peer Gynt auch nicht mehr gehört? Das war Mathieu Allersmeier. Nein, den habe ich nicht mehr gehört. Hat aber sehr lange Laufbahn gehabt, das war, und Käthe Heidersbach, die haben das 38 in Berlin gesungen. Da war ich noch nicht auf der Welt. Was Sie über das Ensemble sagten, weil Sie das so schwärmen und sagen, die sind eine Einheit, die verstehen sich blind, das muss ich sagen, das hatten wir ja an der Deutschen Oper auch, ein riesen Ensemble eines, vor vielen Jahren, sodass wir auch in der Lage, wir sage ich jetzt mal, dass die Deutsche Oper in der Lage war, auch Meistersinger, selbst in den großen Partien mehrfach zu besetzen. Und das war wirklich so. Da hat man sich verstanden. Man kannte die Eigenarten des einen, man kannte die Eigenarten des anderen. Man war auch nicht böse, wenn mal einer einen Fehler gemacht hat oder mal falsch gelaufen ist. Und man hat sich in der Kantine getroffen und das war eine Einheit. Man gehörte dazu. Ich fand das auch sehr schön. Ein junger Bass, der in Cottbus engagiert war, jetzt ist er an der Semperoper in Dresden, der sagte auch, die haben dort konzertant das Rheingold aufgeführt, wo ja wirklich eigentlich viel los ist. Aber wenn die sich da beide zuspielten, der Bass als Wotan und ein Tenor da als Loge, also man sah förmlich Frosch und Kröte und was da so losging. Also das Publikum saß bei einer konzertanten Aufführung im Saal und lachte sich scheckig. Schöneres Rheingold habe ich selten gesehen. Das auch zum Thema Ensemble. Also da sind die wirklich klasse. Also Herr von Halem, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute überhaupt zu uns gefunden haben. Das ist eine Ehre. Aber jetzt möchte ich doch insbesondere mich an die älteren Zuschauer wenden. Sie haben Herrn von Halem, ich glaube, 30 Jahre an der Deutschen Oper hören können, wenn Sie wollten. 30 Jahre minus einen Tag. Genau. Das ist ein wunderschönes Datum. Ja, wir werden auf Ensemble und Eigenheiten gleich noch mal kommen. Ja. Ich möchte jetzt nur noch Folgendes sagen. Ich wollte doch, dass wir über den Komponisten Egk noch etwas reden. Und es ist ja so gewesen, nach dem Krieg ist er eigentlich sofort gespielt worden. Sein Ballett Abraxas war ganz groß im Rennen damals. Dann auch die Zaubergeige und natürlich der Peer Gynt. Und ich komme auch noch, es gibt dann noch eine Oper, über die wir gleich reden werden. Und dann setzte ein Schweigen ein. Und dann, das war ja diese Generation, die nun überhaupt nicht verstehen konnte, dass ein Komponist, der damals in besten Lebensjahren war in dieser Hitlerzeit, dass der auch irgendwo seine Familie, sagen wir mal, ernähren musste. Er ist nie in die Partei eingetreten, aber er ist durch diesen Peer Gynt, den
Göring als Scheißdreck bezeichnet hat, das ist überliefert. Und Hitler ist dann aber in die Vorstellung reingegangen und fand das Werk gut. Und darauf hatte dann Eck natürlich Vorteile und wurde Leiter der Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer. Und das hat man ihm wahrscheinlich übel genommen. Na, das denke ich. Ich kann mich natürlich nur belesen über eine Figur wie Werner Eck. Ich habe sie weder lebend erlebt, noch war ich in der Bundesrepublik zu Hause, sodass ich dazu nicht wirklich was sagen kann, außer dem, was ich gelesen habe. Und ich las aber gerade speziell zum Thema Abraxas, dass das in Bayern respektive in der Bundesrepublik gar nicht wohl gelitten war, weil viel zu unfromm, viel zu satanisch, viel zu schwarz. Und das wurde merkwürdigerweise, erlangte in der DDR eine ziemliche Berühmtheit, dieses Ballett. Klar. Also das wurde mehrfach aufgeführt und also, mit großem Beifall. Und dadurch ist mir Werner Eck als Name ein Begriff. Er wurde auch deshalb gerne in der DDR aufgeführt, weil er eine Antikapitalismus-Oper geschrieben hatte. Und das war die Zaubergeige. Ja? Und also jedenfalls. Wo, darf ich mal fragen, wo speziell in der DDR? In Leipzig weiß ich ganz genau. In Leipzig, ja. Komische Oper. Weiß ich nicht, aber Leipzig weiß ich ganz sicher. Ja, ja, und Dresden auch. Also es gab ja Zeiten, da hörte man ja eigentlich verbindende Töne auch aus dem Politbüro der SED, sodass also Werner Eck zum Beispiel mit seiner Oper dann der Revisor sowohl in Berlin an der Staatsoper als auch in Stuttgart aufgeführt wurde. Das war sozusagen eine Koproduktion, kann man beinahe sagen. Nicht? Da war Unger dabei und Stolze vor allen Dingen war ja die Titelfigur. Ja. Aber wir hatten das, entschuldige, wenn ich Sie unterbreche, wir hatten das auch in Berlin, sage ich immer. Aber die Deutsche Oper hat das auch gespielt. Und die Deutsche Oper hat es dann 20 Jahre später gespielt. Ja. Und in der Oper waren Sie, Herr von Halem, der Stadthauptmann, glaube ich. Richtig. Ja. Und war das Ihre verehrte Gattin, Sieglinde Wagner, die da mitspielte, sang? Und da hat es in einer, ich weiß nicht was, die so und so vielte Aufführung hat sich da etwas ereignet. Und ja, das würde ich so gerne von Ihnen nochmal hören. Ja, das war der letzte Akt. Und da geht der Vorhang auf, das Orchester spielt einen Akkord. Wir stehen alle oben so aufgereiht. Und weil Sie den Namen schon genannt haben, ich hätte es sonst nicht gesagt, aber es war die Sieglinde Wagner. Und es gibt ja den Begriff der Lachwurze. Das heißt, das sind Leute, dazu gehöre ich auch ein bisschen, die auf der Bühne, es muss was Kleines passieren und aus. Also jedenfalls, der Vorhang geht auf und die Sieglinde Wagner hat schon vorher gelacht, die war schon ziemlich blau. Und dann treten Dobzhinsky und Bobzhinsky auf und das Orchester macht, wie gesagt, den Akkord. Und wir singen ein so großer Glücksfall, ein so unison. Und dann kommen die zwei rein und haben sich irgendwie geirrt. Jedenfalls war eine Situation, wo das in ein Gelächter überging. Der Vorhang schloss sich. Ja, und da kam erst der Abendspielleiter und hat die nötigen Dinge gesagt. Dann ging es wieder auf. Die Frau, meine Kollegin, war schon total blau und es wurde wieder gelacht und es ging wieder der Vorhang zu und da kam Seefellner, damals Professor Seefellner, unser Intendant, und Sie können sich vorstellen, was der mit uns gemacht hat. Wir waren total konzentriert, Vorhang ging wieder auf, Orchester spielte Akkord, wir sangen und wissen Sie, wer lachte? Das Publikum. Na gut, das ist ja das, was ein Sänger erreichen möchte. Ja, aber es ist so komisch, war die Szene nicht. Also das Übrigens, das ist doch eigentlich das Schönste, was man im Theater und mit der Oper erreichen kann. Und ich finde, heute wird in der Oper viel zu wenig gelacht. Und wenn jemand eine moderne Oper heute schreibt, dann ist sie meistens sehr ernst. Ja? Und, nicht nur das, auch auf der Bühne werden keine Streiche mehr oder keine, wird nicht mehr. Was haben wir früher für kleine Streiche, kleine Sachen, die das Publikum nicht mitbekommen hat. Ja. Aber das war natürlich auch die Folge des Ensembles. Man kannte sich gut. Ja, also ich habe einmal solche Situationen erlebt in der wirklich komischen Inszenierung von Ruth Berghaus, die heute noch läuft. Der Barbier von Sevilla, das war irgendeine Jubiläumsveranstaltung. Drüben in der komischen. In Deutschen Oper. Staatsoper. Alles klar. Ja. Mhm. Und ich saß wirklich, hatte Platz in der ersten Reihe hinterm Souffleurkasten und habe mich kaputt
kaputtgelacht. Also da staune ich ja nur, dass die da oben, die sozusagen anderthalb Meter von mir entfernt saßen, also die haben sich, glaube ich, auch innerlich gekrümelt, aber sie haben es durchgehalten. Aber es schreit ja noch mal aufgetreten und so. Ja, ich glaube, man ist grandios. So konzentriert, dass man, also für mich ist eine Riesenfreude, wenn man mal was Komisches machen darf. Wir sind ja immer noch Könige und Eunuchen und alte Leute und Priester und das ist ja schrecklich. Ja. Wenn man jung, jetzt bin ich in dem Alter, aber wenn man jung ist, ist das schrecklich. Aber wenn man dann mal was Lustiges singen darf und man merkt, das Publikum kommt an. Wir sind, das ist sowieso merkwürdig. Es gibt manchmal, der Vorhang geht auf und man hat das Gefühl, ist niemand da. Ja, ist niemand da. Es ist nichts da. Und manchmal hat man das Gefühl, die sitzen einem wirklich vor der Nase. Das sind Momente, da kann man nicht erklären, warum das so ist. Aber es ist manchmal so. Herr von Hallem, würden Sie mir recht geben, jetzt im Zusammenhang damit, ich habe ja im Gegensatz zu Ihnen mit schwereren Dingen angefangen am Theater. Ich musste mal als Statist ein Tablett tragen, das sogar sehr schwer war, oder irgendwelche Sänger tragen, so à la Lohengrin und so weiter. Aber man, auch als Statist haben wir gemerkt, wie das Publikum heute Abend sein wird. Absolut. Und das hat man, merkt man so, ich glaube, der Vorhang ist noch nicht aufgegangen, da merkt man das schon. Das ist doch unerklärlich. Ja, und das geht noch weiter, wenn Sie in der Maske sind und Sie hören die ersten Takte der Ouvertüre. Ja. Auch da merkt man manchmal, das wird ein großer Abend. Oder ich habe mich eigentlich fast nie geirrt, obwohl das jetzt komisch klingt für Laien. Aber man hört es und man denkt, ja, es wird. Merkwürdig. Ne? Ja, es ist merkwürdig. Es sind Dinge, die man nicht erklären kann, die vielleicht auch mit der Routine kommen oder mit der Erfahrung, die man hat. Ich mache jetzt einen Sprung. Bitte. Und zwar stand vor dem Krieg, als das Theater noch existierte in Potsdam, als nicht zerstört war, soll gestanden haben als Überschrift über dem Hauseingang, dem Publikum zum Vergnügen. Ja. Finde ich einen wunderschönen Spruch. Ja. Sowas würde man, ich glaube, heute würde keiner darauf mehr kommen. Und in Potsdam gibt es heute das sogenannte Hans-Otto-Theater in diesem schönen Bau am tiefen See. Und dort läuft jetzt ein Stück, das nennt sich Der Kirschgarten / Die Rückkehr. Und zwar ist ja Tschechows Kirschgarten ist meiner Ansicht nach doch ein Stück Weltliteratur. Geben Sie mir doch recht. Nicht? Haben Sie die Inszenierung von Stein damals gesehen? Nein, leider nicht. Das ist mir aber gesagt worden. Ja, also nun auf die Idee zu kommen, wie sieht es heute in diesem Kirschgarten irgendwo da in Russland aus? Und was hat sich da inzwischen ereignet und so weiter. Und dieses Stück, das ja damit endet, dass die Raniewskaja die Besitzerin abfährt, das provoziert einen Dramaturgen vielleicht dazu, doch nun mal darüber nachzudenken. Das finde ich durchaus verständlich. Aber Tschechow ist natürlich ein großer Mann des Theaters gewesen. Und John von Düffel ist derzeit ein anerkannter Dramaturg, zweifellos. Aber ist er auch ein bedeutender Autor? Ich mache dahinter ein Fragezeichen. Und mir scheint, er schielt nach Erfolg und nach Kasse. Und das Haus muss auch Kasse machen. Also alles insofern verständlich. Aber Und er guckt sich natürlich auch um und mit diesen Trauerklosstücken, die heute zum Beispiel am Deutschen Theater unter dem Titel Gift oder am Schwarzen See laufen, die sind ja nun, damit können sie kein Publikum hinterm Ofen vorlocken. Gut, also auch wieder jetzt zu Herbert Fritsch, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Düffel lässt jetzt die Urenkelin von der Raniewskaja mit ihrem Bruder Gajew, der heißt also genau wie bei Tschechow Gajew, lässt sie die nun zurückkommen aus Amerika.
Und naja, was soll ich Ihnen sagen? Da sitzen die Nachfahren nach 100 Jahren von der Rajewskaja nicht, aber die andere Personage, die sitzen da rum. Die eine Figur ist Dunjascha, die ist blau wie eine Haubitze. Diesen Ausdruck kann man richtig verwenden, weil ja Potsdam eine Garnisonstadt auch war. Und die ist also so blau, dass sie vom Stuhl fällt am helllichten Tag. Und die Wodkaflaschen werden also da nur so hin und her gereicht. Und dann plötzlich fällt ein, das ist also alles jahrzehntelang nicht bewohnt gewesen. Und natürlich Riesenschmutz da und so weiter, alles schmutzig. Und dann plötzlich fällt eine Pappwand drunter und wirbelt furchtbar viel Staub auf. Und darüber lachen die Leute nun im Zuschauerraum. Also es berührt für mich das Milowitsch-Theater, was da sich abspielt. Und Regie führt der Hausherr Tobias Wellemeyer, an sich ein guter Regisseur. Sehr interessant ist der Turm. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Also von ihm toll gemacht. Ja. Und naja, also ich persönlich habe wieder an Fritsch gedacht und habe das ein bisschen bedauert. Insofern, meine Damen und Herren, viele von Ihnen, besonders die im Westen, Südwesten Berlins wohnen, fahren oft nach Potsdam. Ich kann es Ihnen eigentlich nicht unbedingt empfehlen, aber interessant ist es vielleicht doch. Endlich sagt die Enkelin der Rajewskaja, unsere Zeit ist vorbei. Das ist natürlich ein gutes Fazit nach diesem Versuch, nun eine Rückkehr da stattfinden zu lassen. Aber ich meine, man sollte eine Einbahnstraße nicht rückwärts befahren. Das wird auch, glaube ich, sehr bestraft. Ja, ich frage mich sowieso, ob man Werke mit überstülpen kann oft. Das ist auch eine Sache. Ich meine, die Werke sind geschrieben worden in einer bestimmten Zeit. Natürlich kann man jetzt bei Wagner nicht mehr den Wotan mit Speer und Rauschebart und so. Das geht überhaupt nicht. Aber in der Badehose geht eigentlich auch nicht. Nein. Zum Beispiel. Ja, und sowas habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. In Badehose nicht, aber in Shorts ja. Ja, sicher. Aber, tja, wie soll ich sagen? Jean-Jacques Rousseau hat auch gesagt, die Zeit schreitet immer weiter und das Leben verändert sich. Und ich frage mich oft, wenn ich das in der Premiere gesehen habe, solche Sachen à la Badehose, es können ja auch, weiß ich, kann auch ein Tennisschläger sein. Kann auch. Ja, dann bin ich eigentlich entsetzt und sage, das hat doch eigentlich mit dem Werk nichts zu tun. Und wenn ich es dann aber manchmal ein zweites Mal sehe, und dann vielleicht auch sogar mit anderen Leuten, mit anderer Besetzung, dann ist es mir schon passiert, dass ich mir gesagt habe, nee, so verkehrt ist es eigentlich aber nicht. Liegt es nicht daran, dass man sich an alles gewöhnt? Also der Jean-Pierre Ponnel, den ich sehr geschätzt habe, der, unter dem ich auch mal spielen durfte, der sagte mal, eine Oper richtig zu machen, ist sehr, sehr schwer. Eine Oper interessant zu machen, ist relativ leicht. Hat er vollkommen recht. Da hat er recht. Ja, ja, aber man geht ja ins Theater nicht, um in die Schule zu gehen und alles richtig zu lernen, sondern eigentlich, um etwas Interessantes zu erleben. Ja, das ist natürlich die Frage, was dann interessant ist. Insofern ist das wirklich auch eine, möchte ich sagen, zweischneidige Aussage. Also, was weiß ich, Wotan in Bermuda-Shorts, Wotan muss ein Chef sein. Und was der anhat, muss eben die Kleidung dessen sein, der da der Chef ist. Es ist richtig, aber oft ist ja auch der Text gegen die Figur oder die Figur gegen den Text, das Bühnenbild gegen die. Es ist also, ich weiß nicht, ich bin vielleicht, man sieht es ja, doch etwas altmodisch und etwas vorgerückt. Tragen doch eine höchst poppige Haarfrisur. Eine höchst Pop, ja, das, mein Bruder ist Karl Lagerfeld. Nein, ich mach Spaß. Nein, das hab ich vor vielen Jahren mal angefangen. Ich habe eine sehr empfindliche Haut. Und wenn ich sehr viel Maske machen muss, manchmal ensuite,
dann habe ich fürchterliche Entzündungen. Ja, ja. Und da hat mir meine damalige Frau gesagt, Mensch, lass doch wachsen. Und seitdem habe ich das. Es gibt sehr viele, die finden das gut. Und es gibt manche, wie meine Tochter, die sagt, wann schneidest du das endlich ab? Aber Herr von Halle, ich denke, man soll nicht pauschale Urteile sagen, modern lehne ich ab oder dies lehne ich ab, sondern immer die konkrete Arbeit eines Teams bewerten. Das ist richtig, aber wenn Sie jetzt, es fällt mir nichts anderes ein, komische Oper, die Entführung aus dem Serail gesehen haben. Ja, das war furchtbar. Oder der Freischütz. Auch noch schrecklicher. Sehen Sie? Also die Entführung war zwar schrecklich, aber war irgendwie in sich konsistent, fand ich. Aber der Freischütz ging gar nicht. Das meine ich. Aber Herr von Halem, Sie haben eben den Wotan kurz erwähnt. Und ich habe von Ihnen leider den Wotan nie hören können. Denn Wotan ich habe ihn auch nicht gesungen. Ich habe ihn ein paar Mal angeboten bekommen. Aber Wotan, Reingold Wotan, das traue ich mir absolut zu. Nicht jetzt, aber vor ein paar Jahren noch. Das traue ich mir absolut zu. Aber dann Walküre und so, da wird es also wirklich. Dann auch ziemlich hoch. Ja. Die Szene mit Fricka. Aber dann wollen wir Sie doch mal in einer Partie Ihres ureigensten Stimmumfangs hören. Ja. Und das wäre doch dann in der Hunding. Das wäre der Hunding. Ja. Das habe ich gemacht vor ein paar Jahren. Noch nicht sehr viel, aber ein paar Jahren an der Meile in der Scala. Und da Entschuldigung, gibt es das bitte ich jetzt vorzubereiten, Ausschnitt, den wir haben. Den Ausschnitt, den Sie haben. Ja. Und ich weiß, der Auftritt war, auf der Bühne war ein großer Felsen. Und man konnte nicht auftreten von links und nicht von rechts. Man musste hochgezogen werden. Und das waren Arbeiter, die hochzogen. Und man musste rechtzeitig unter die Unterbühne gehen. Und ich hatte natürlich weiche Knie und ich war nervös, Mutti am Pult. Und dann haben die Arbeiter mit mir gesprochen, wo kommst du her, weil ich in Sizilien wohne, wo kommst du her, was machst du, hast du Kinder und so. Und ich war immer. Und irgendwann habe ich ein Wort gesagt, was ich hier nicht wiederholen kann. Und das kam zur großen Heiterkeit und die haben mich also lachend hochgezogen. Da stand ich nur. Das ist die Szene, ein Ausschnitt. Dürfen wir den jetzt hören? Nicht heilig ist ihm, was andern will. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache ward ich gerufen, um Seelen zu nehmen für siebten Blut. Zu spät kam ich und kehrte nun heim. Es riecht der Frevler Spur im eigenen Haus zu erstehen. Mein Haus sieht Elfing dich heut. Starker Waffe noch wieder ich morgen, zum Kampf vergiss ich den Tag, der Tote sollst du mir sein. Also klatschen können wir hier nicht, wir würden es sonst gerne tun. Aber Herr von Halem, jetzt folgende Frage. Abgesehen noch davon, dass wir ja hier auch schon eine Kostümauslegung erlebt haben, die, sagen wir mal, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts hätten die Leute es fürchterlich gefunden. Nicht? Ja. Stimmt doch. Ja. Aber jetzt zu Folgendem. Wir haben es in Berlin erlebt, dass ein ganz berühmter, in Berlin sehr geschätzter Bassist, Herr Greindl, verführt, meiner Ansicht nach durch einen Regisseur, nämlich Wieland Wagner, plötzlich Wotan gesungen hat. Mhm. Und wir haben, ich glaube, in der Geschichte der Sänger in den letzten Jahrzehnten mehrere Beispiele gehabt, wo Leute vom Seriösen
Bassfach kommt, ins Heldenbaritonfach sich nach oben entwickelt haben. Und nach kurzer Zeit hörte man den Namen nicht mehr. Ja, im Falle von Josef Greindl ist von mir sehr geschätzt. Ich kann an dieser Stelle eigentlich gar nichts Negatives sagen, weil ich den Mann sehr geschätzt habe als Sänger und als Darsteller. Und wenn man die frühen Aufnahmen hört mit dem Raucheisen noch, Klavier Winterreisen, so, ist unglaublich, was der Mann für eine Stimme hatte. Und was ich so mochte, ich sage immer, wenn die Sänger auf der Bühne brennen, also wenn die ganze Persönlichkeit da ist und das rüberkommt an das Publikum, und das hatte Greindl, war ja nicht groß. Der hatte diesen Stirnacken und so. Aber wenn der König Philipp oder Hagen oder Gosmin, egal was er gemacht hat, das war ganz große Klasse. Ja. Dass er dann verführt wurde, ja, das stimmt. Aber welcher Bassist, der glaubt, dass er es könnte, will nicht Posart, das ist nun eine ausgesprochene Baritonpartie, aber eben Wotan singen. Also ich muss auch sagen, der Rheingold, das hat mich gereizt. Ich habe sogar Johanna angesungen. Das reizt enorm, weil man auch Partien bekommt, die einfach lebendiger sind. Mhm. Nicht? Was ich vorhin sagte, wir brummen ja nur rum. Also ich meine, wir haben nur Partien, wir dürfen nie ein Mädchen umarmen, küssen schon gar nicht. Und wir dürfen, das ist einzig ein trauriges Leben, wenn man jung Philipp, ist. Sie hat mich nie geliebt. Sie hat mich nie geliebt, ja. Das ist ja natürlich eine traumhafte Arie, aber wenn einer kommt, singt, dein ist mein ganzes Herz, hat er den Knüller. Ja, natürlich. Ne? Das ist ganz klar, muss man so sehen. Doch, Gremin dürfen Sie singen. Da dürfen Sie Gremin habe ich, hab ich gesungen. Oh, das habe ich sogar auf Russisch gemacht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der kommt ja rein, hat ein kurzes Rezitativ, dann kommt die Arie, die jeder aus den Sonntagskonzerten kennt. Und ich musste das Russisch machen. Und ich kann kein Russisch. Ich habe das natürlich gelernt mit einem Russen. Ich hatte so die Hosen voll, kurz vor dem einen. Und ich wusste auch den Text nicht mehr. Die Tür ging auf. Und ich kam raus und irgendwo kam das her. Und dann haben sie mir Boris angeboten. Ich habe nie wieder etwas gesungen, wo ich die Sprache nicht ein wenig, ein bisschen kann. Wir werden vielleicht dazu noch kommen, nachher mit dem feurigen Engel. Nicht? Da geht es ja auch um die russische Sprache. Ja. Zu dem, was Sie eben gesagt haben, will ich nur eine kleine Ergänzung bringen. Früher gab es ja den despektierlichen Ausdruck für einen Bassisten, das ist ein Stehbass. Ja, genau. Aber ein Stehbass sind Sie nie gewesen. Aber deswegen singe ich auch, ich falle Ihnen ins Wort. Sie wollten dann immer doch auch was Komisches machen. Und ich weiß auch, dass Sie vor wenigen Jahren, gar nicht lange her, in Basel den Hexerich gemacht. Nein, die Köchin in den drei Orangen. Ja. Und das ist auch ganz lustig. Ich kannte die Oper nicht, muss ich gestehen. Und mich rief mein Agent an und sagte, du, ich habe einen Job für dich in Basel. Drei Orangen, kennst du das? Nein, da ist die Köchin. Und ich sagte ihm, Köchin, du meinst den Koch? Nein, Köchin wird gesungen von einem Bass. Und das habe ich gemacht. Und das, ich sagte vorhin aus Spaß, ich muss mich zusammennehmen, um seriös zu sein. Ich liebe diese Partien. Ich liebe Partien, wo man sich geben kann und wo das Publikum lacht. Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Ich bin mal in einem kleinen Zirkus aufgetreten als Clown mit einer Nummer. Das wird jetzt zu lang dauern. Und wissen Sie, der Moment, auch da war ich nervös. Der Moment, wo der Vorhang aufgeht, Sie kommen raus und Sie sehen nur freundliche Gesichter, nur lächelnde, lachende Gesichter. Im Unterschied zur U-Bahn, wo ich manchmal das Gefühl habe, fahren alle zur Beerdigung. Ja, diese Kinder mit roten Backen und die Erwachsenen auch. Das allein schon ist wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat, so aufzutreten. Herrlich. Aber diese Köchin ist auch wirklich herrlich. Felsenstein, einer komischen Oper. Also ich glaube, das Publikum lag eigentlich... Sie meinen jetzt Hummelkli oder Felsenstein? Die alte, die ganz alte? Die ganz alte, die ganz alte. Die ganz alte. Ich glaube, 100% des Publikums lagen unterm Stühlen vor Lachen. Hat Felsenstein das wirklich gemacht? Oder war es Joachim Herz? Aber jedenfalls gibt es eine ganz alte Inszenierung vor Hummelkli. Da ist auch lustig. Sehen Sie, ich hatte mal, das ist mir nie vorgekommen in meiner Karriere, dass ich drei Inszenierungen hintereinander hatte, Köchin. Und zwar in Paris, in Genua und in Basel. Und ich sage jetzt nicht in welcher, aber in einer war wirklich, beim Solovorhang, so.
In Basel, ich dachte immer, steht einer hinter mir, ich bin nicht gemeint, ja. Unglaublich. Und in Paris auch. Also das ist erstaunlich, was eine Inszenierung ausmacht mit demselben Menschen. Und zwar nicht vor 5 Jahren, wo man sagt, naja, der ist nicht mehr, sondern hintereinander. Und was passiert in Basel? Was passiert mir armen Schwein, möchte ich beinahe sagen? Ich habe Karten bestellt für diese Aufführung und da singt ein anderer. Oh, das ist... Ja, das war Moshe Leiser und Courier, ich weiß nicht wieder. Das ist ein Paar und die haben die Köchin, also das war wirklich, das, nicht weil ich es gesungen habe, sondern es war wirklich toll gemacht. Gut. Frau Konstantin, ich sagte ja eben zur russischen Sprache, nicht? Wollten wir noch kommen. Und ich finde es eigentlich schade, wenn man sich ein so schwieriges Werk vornimmt wie Prokofjews Feurigen Engel und den nun unbedingt mit doch überwiegend deutschen Kräften russisch singend macht, finde ich schade. Und ich fand es auch schade, dass man wieder mal das Rad neu erfinden wollte. Denn es gab an der Staatsoper 1965, da waren Sie gar nicht da, da gab es den Feurigen Engel in deutscher Sprache und zwar mit einem, ja, wie soll ich sagen, einem Rezitator, der zwischen den einzelnen Teilen des Stückes sprechend vermittelt hat, dem Publikum das erklärt hat, worum es geht. Das war ein ganz berühmter Mann damals in der DDR, Gerry Wolf hieß der, glaube ich. Ja. So. Und nun frage ich mich, warum behält man diese Aufführungspraxis, die in der Komischen Oper zu Hause war, alles in deutscher Sprache zu singen? Das fand ich manchmal übertrieben, ich möchte fast despektierlich sagen, albern. Aber naja, bei Übersetzungen und Neufassungen spielen wohl Tantiemen auch eine gewisse Rolle. Ich höre so ein bisschen den Geldbeutel klingen. Aber warum muss man das machen? Und warum hat man jetzt ist man nicht auf die alte Fassung zurückgekommen und hat gesagt, na, wir übernehmen das, verändern das ein bisschen und lassen Deutsch singen, fand ich. Also ich glaube nicht, dass eine Aufführung dieses Stückes mit Zwischentexten überhaupt erträglich ist. Denn dieses Stück geht so furios hintereinander weg, dass man kann kaum Atem holen. Und im Übrigen muss ich sagen, dass mir die Möglichkeit der Übertitel über manche Opern und deren wirklich genaue Inhalte einen solchen guten Überblick verschafft hat, wie sie früher, ich will niemanden scharf angucken, aber beim doch häufig gepflegten Opern Esperanto, ja, Esperanto niemals möglich war. Und außerdem hat in der Aufführung in der Komischen Oper eine Russin, die Renata, gesungen und eine Muttersprachlerin zu zwingen, Deutsch zu singen, fände ich ja nun noch viel alberner. Ich glaube, das ist auch, wenn ich das sagen darf, ich weiß, als Marcel, unser Chef, ich sage mal unser, also der Chef der Deutschen Oper Berlin war, sehen Sie, wie ich noch verhaftet bin. Das war so 72, da hat er angefangen auch, wir mussten alles umstudieren, ich habe ja auch alles auf Deutsch studiert. Und er sagte auch, nicht nur, dass es einfach in dieser Sprache komponiert worden ist, sondern er sagte auch, da ging ja die Gastiererei los. Und wie oft hatten wir dann in einer deutschen AIDA einen italienischen Radames, das klingt dann sehr komisch, wenn der italienisch singt und die anderen deutsch. Na gut, das sind pragmatische Sachen, aber ich finde eigentlich mit diesen Übertitelmaschinen in der Komischen Oper ist das auch so schön diskret auf der Rückseite des Vordersitzes, also da stört man niemanden, da ist man auch nicht mit den Augen ständig irgendwo und nicht auf der Bühne, sondern aber das kann man gut sehen. Stört es nicht, Frau Konstantin? Mich stört es. Wenn ich stellen Sie mal vor, wir hatten jetzt ein Gespräch und Sie sprechen Russisch und ich muss immer gucken, was Sie sagen. Naja, dann wissen Sie wenigstens, was ich sage. Wenn Sie mich dann anschauen, finde ich das zwar nett, aber wenn Sie nichts verstehen. Das ist richtig, aber ich meine, das persönliche Gespräch, sagen wir mal, der Augenkontakt, den ich auch als Sänger, Künstler auf der Bühne so schätze. Also es gibt ja Regisseure, die
permanent das nicht wollen, dass man einen Kontakt hat. Ich sage jetzt auch keinen Namen. Ja, ja, gibt es, sehr berühmte. Verstehe ich gar nicht. Wer soll mit wem da keinen Kontakt haben? Sie sollen nicht ins Publikum schauen? Nein, nein, sich gegenseitig anschauen. Ja, ich habe eine Pelias gemacht in Paris. Na gut, dann war das vielleicht der Sinn der Sache, dass da große Beziehungslosigkeit dargestellt werden sollte. Weiß ich nicht. Sie können, da kommen wir wieder in den Sphäre, Sie können alles interpretieren. Ja. Alles. Ja. Oder ist, aber das, mich ist das eine grundsätzliche Manie von diesen Menschen? Nein, es war also auch eine Manie. Bei Cosi sollte man sich schon angucken als es Darsteller. War bei Pelias ist ja die Szene, die Szene, der Höhepunkt ist diese Balkonszene, wo sie die Haare runterlässt. Ja. Ne? Und da war die, also ich übertreibe nicht, da hatte sie so kurze Haare und stand auf einem Art 3-Meter-Sprungbrett, könnte man so sagen. Und er war auf einem kleinen Dirigentenpult, also um das mal zu beschreiben, weit weg. Die haben sich überhaupt nicht angesehen. Sowas sind dann Mätzchen. Und ja, das ist das, was ich dann oft auszusetzen habe. Ja, das sind echte vor allem, Mätzchen. Wenn man, ich habe Arkel gesungen und Sie werden lachen, aber die treffen sich an einem See. Ja. Und dann kam die Generalprobe und es war sehr dunkel und ich bin in einen Napf getreten. So groß, eine Salatschüssel, wobei der Requisiteur, also das sagt, das geht, das war der See. Ne? Also solche Sachen. Aber nicht die Badewanne. Wir hatten in kürzlich, wo die Wolga zur Badewanne. Ja, auch schön. So ein Plastikbeutel mit Goldfisch drin. Auch schön. Wir hatten ein Passwahl in Paris, da war die heilige Quelle, waren zwei Waschbecken im Hörsaal. Na gut. Auch das ist möglich. Waschikowski, glaube ich, hieß er. Aber ich will noch mal zurückkommen was Sie sagten, dass dann die Gastiererei losging und so mit diesem alles in der Originalsprache, nicht? Und ich glaube, mit dieser Aufführung hatten Sie nichts zu tun. Gab es in Ihrer Zeit noch eine Sellnersche Walküre? Mit diesen kubischen. Wo alle Kollegen von Ihnen Angst hatten, dass sie sich die Haxen brechen. Ich war im Rheingold, der Fasold. Mhm. Und bei Schlechtwetter merke ich das heute noch. Und zwar, wir hatten solche hohen Stiefel. Und das war alles schräg, kubisch. Ja. Und ich bin umgeknickt. Wotruba, jetzt habe ich Wotruba. Ja. Und ich bin umgeknickt, das spüre ich heute noch. Tatsächlich, ja. Bei Schlechtwetter tut es weh. Naja, ganz abgesehen von den schlimmen Dingen, die auch in Ihrer Hauptzeit passiert sind, denken Sie an den Bariton in Köln, nicht? Oh, der Anheißer. Ja. Das ist. Aber ich auch. Ich bin bei Anheißer hatten wir schon mal. Anheißer. Bei der alten Inszenierung vom Holländer geht der Darland ab, geht die Treppe runter und die hatten unten auf der Unterbühne das Geländer vergessen. Und hätte ich das nicht gemerkt, und zwar dunkel, und hätte ich das nicht gemerkt, wäre ich. Ja, ich will nicht übertreiben, aber so 7 Meter auf Beton gefallen. Ich glaube, ich werde dann nicht hier. Sowas passiert. Es gibt viele, ich will jetzt nicht, es gibt viele Unfälle auf der Bühne. Ich komme jetzt zurück auf diese Geschichte Walküre, Wotruba. Ich weiß nicht, wer der Dirigent war, aber jedenfalls gastierte der Engländer Charles Craig, der sonst nie deutsches Fach eigentlich sang. Othello-Sanger bei uns, nicht? Mhm. Der gastierte als Sigmund. Und dann gibt es doch die, ich kriege den Text nicht ganz genau zusammen, aber sinngemäß doch, wie er zu Sieglinde singend sagt: Nenne mich, wie du willst, dass ich heiße. Also, und dieser Craig hat immer so gesungen, ja, wie, nicht? Gab kam was anderes raus dann. Also, nenne mich, du willst, dass ich scheiße. Und das haben alle so verstanden und es gab wohl auch einen riesigen Lacherfolg. Ich weiß nicht, wie das hinter der Bühne war, aber. Ich habe die Vorstellung nicht, aber ich habe davon gehört, ja. So spricht sich das herum. Ja, also Frau Konstantin, Sie waren mit dem feurigen Engel eigentlich ganz zufrieden, habe ich so jetzt herausgehört. Also mir hat an der eigentlich am allerwenigsten gefallen das Bühnenbild, denn es spielt im Mittelalter in Köln. Es ist eine Frau, die besessen ist und dieses Bühnenbild war so mehr mit unglaublich schnellen Szenenwechseln. Es gab graue Stellwände, die von unsichtbaren oder sichtbaren Geistern
in rasendem Tempo umgebaut worden für diese Szenenwechsel. Das ganze Stück lief atemlos schnell ab, aber es fehlte mir ein bisschen diese mittelalterliche Besessenheit, diese, ich könnte es fast Poesie nennen, des ganzen Stücks. Aber musikalisch, szenisch, von der Personenregie her, war ich doch sehr damit einverstanden. Also ich fand es einfach, war ein spannender Abend, der einen nicht, keine Sekunde langweilte und kaum zu Atem kommen ließ. Also das muss ich sagen. Aber diese Besessenheit, die ist ja auch zum Beispiel bei der Salome vorhanden. Und es gibt ja andere Figuren. Diese Renata ist, also für mich ist das eine so, ich weiß jetzt gar nicht, eine Borderline-Persönlichkeit irgendwie, von einem Engel besessen und Probleme mit allen ihren männlichen Partnern. Auf einen ist sie fixiert, der aber nichts von ihr wissen will. Ein anderer reibt sich für sie auf und den behandelt sie super schlecht. Schließlich hetzt sie ein ganzes Nonnenkloster auf und am Ende wird sie dann noch ein Opfer der Inquisition. Und läuft da blindwütig hinein. Also die ist schon fast noch ein Zacken schärfer als Salome. Aber ich fand an dieser Inszenierung außerordentlich interessant. Ich glaube, ich habe nur viermal den feurigen Engel im Leben erlebt. Einmal Freiburg, einmal auch, glaube ich, von Moskau im Gastspiel. Aber die Tatsache, dass hier schon, wenn man das Programmheft in die Hand nimmt, sieht man einen Priester, der hält ein junges, sehr hübsches Mädchen, auch hübsch angezogen, auf den Armen. Und diese Idee, dass die Renata offenbar als Kind von einem Angehörigen der Priesterschaft oder jedweder Kirche, kann man ja sagen, oder auch heute würde man sagen, Jugendleiter oder weiß ich, missbraucht worden ist, dazu geführt hat, dass sie ein solcher, ich würde sagen, Prototyp für Sigmund Freud geworden ist. Ja? Das finde ich sehr interessant. Und in der Vergangenheit, heute hören wir jeden zweiten Tag von irgendeinem Missbrauch an Kindern und so weiter. Das wird ja auch von den Medien kolossal breit getreten. Finde ich sowieso schlecht. Das führt nur dazu, dass so Veranlagte sich bestätigt fühlen oder weiß ich, alles nicht so gut. Aber dass durchgezogen wird. Und früher musste ja sowas verheimlicht werden. Die Kinder haben das gar nicht getraut, ihren Eltern zu sagen und so weiter. Und bei der Kirche sowieso. Also das hat es immer gegeben. Aber wobei ich schlimm finde, dass es meist oder sehr oft in der Familie passiert. Ja, ja. Das finde ich so schlimm. Der Onkel, so. Was ich bedauert habe, dass der Ruprecht ist ja eigentlich eine Figur, aus der man nicht viel machen kann. Aber der war mir als Persönlichkeit eigentlich gar nicht vorhanden. Ja, sie bügelt ihn einfach so ab. Das stimmt schon. Nee, nein, ich finde, aber es war vielleicht auch kein allzu charismatischer Darsteller. Nein, es gibt eben Partien, da bedarf es doch großer sängerischer Persönlichkeiten oder Leuten, die das eben können. Ich weiß nicht, Herr von Harlem, können Sie sich erinnern, in Ihrer Zeit an der Deutschen Oper gab es doch den Sänger Melchert. Ja, Helmut. Es längst nicht mehr unter uns. Ja. Aber dieser Melchert, ohne den wären viele zeitgenössische Opern gar nicht aufgeführt worden, habe ich den Eindruck. Der hatte die Stimme dafür. Ja, aber absolut. Und ich glaube, dass heute es die jungen Sänger viel schwerer haben, an der Bühne überhaupt eine Personalität zu entwickeln. Wir waren damals, ich kann mich nur entsinnen, auch als ich da war, man wurde zwei, dreimal zum Intendanten gerufen. Und dann saß er da und sagte, das haben Sie schön gesungen, dann den Studienauftrag und so weiter. Und man ging raus und fühlte sich als ein Teil des Gesamten. Und ich erinnere mich, als ich Student war, hatten wir einen Professor, da hatten wir helfen Sie mir. Wie? Szenischen Unterricht. Genau. Da konnten wir zu einer Probe. Er hatte im Residenztheater eine Aufführung, eine Probe von Entführung aus dem Serail. Und da war der Frick,
der Gottlob Frick, und wir haben nicht gehört, was er gesagt hat. Jedenfalls stellt er sich vorne und sagt, weiß Arnold, den Scheiß, den kannst du allein machen, ich gehe jetzt in die Kantine. Das ist heute nicht mehr möglich. Bei der Aufnahme, die wir gesehen haben eben, bei Domingo, da habe ich auch manchmal gedacht, jetzt müsste er was sagen. Es geht nicht mehr. Und wenn Sie als Junge, Sie können als junger Sänger ruhig mal, ich will mal sagen, nicht so toll singen, aber wenn Sie nicht mitmachen oder wenn Sie eigene Ideen haben oder wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind, ist das, sagen wir mal, gefährlich. Sehr gut. Und jetzt eine ganz wichtige Frage. Der ist schwierig, heißt es dann. Der ist schwierig. Herr von Halem, Sie müssten noch erzählen, wie Sie an die Deutsche Oper gekommen sind, mit Vorsingen von, mit Karajan und so weiter. Aber eine kurze Frage. Es gab doch zu der Zeit kein Studio. Heute lesen wir ein Programmheft, Studio von Foundation so und so und so. Das war doch zu Ihrer Zeit nicht. Nein. Das gab es nicht. Aber jetzt zu der Sache mit Herrn von Karajan. Ah ja, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie ganz kurz zu erzählen. Ja, weil wir nur noch 4 Minuten haben. Oh Gott, also ganz kurz. Ich war Stipendiat im Bundesverband Deutsche Industrie und bei der Grammophon. Und da sagte mir jemand, der mich unterstützte, sagte, Karajan sucht einen Bassisten für seine Osterfestspiele Schöpfung. Aber da kommst du nicht in Frage, aber ich kann dir einen Vorsingen machen. So, jetzt muss ich ganz schnell. Und ich bin nach Berlin gefahren und dachte mir, naja, warum denn nicht? Ne? Und war in einer kleinen Pension. Und der erste Tag ging nicht, zweiter Tag musste ich, der dritte Tag wurde ich dann geholt, musste von 10 bis 1 Uhr warten. Und um 1 sehr, sehr schnell, sehr schnell. Und dann kam ich raus, hatte mich schon gewundert, dass kein Pianist kommt und mich fragt, was singen Sie und so. Und dann kam ich auf die Bühne, wieder mit weichen Knien, sehr weich. Da saßen so 16 Reihen, so ein paar Herren. Einer fragte mich, wo ist Ihr Belehrer? Ich sage, ja, entschuldigen Sie bitte, aber bei Vorsingen an sich. Und dann, glaubt mir ja heute kein Mensch mehr, löste sich ein Mann, der damals gut laufen konnte, war Karajan. Setzte sich an den Flügel, weil er wahrscheinlich ein Klavierkonzert geprobt hat. Nahm sich denn die Schöpfung, suchte sich die schwersten Teile raus. Ja. Das ist Gemeinheit. Gemein will ich es nicht nennen, aber ich war natürlich, das war schwer, die schwersten Stellen rausgesucht. Dann, ja, schön, es war so und so. Und dann bin ich in meine Pension gegangen, da läutet das Telefon, Frau Schön sagte, klopf, klopf, klopf. Herr von Halem, da ist die Deutsche Oper. Ich sage, ja, schön. Damals war man, ja, natürlich, warum nicht, Deutsche Oper, klar. Und dann hatte ich am nächsten Tag ein Vorsingen um 1 Uhr und musste sehr viel vorsingen, was immer Schlechtes. Also ich weiß aus Erfahrung, die Leute, die viel... Und dann kam eben der Professor Seefelder, sagte, kommen Sie doch rauf in mein Büro. Und ich bekam einen 3-Jahres-Vertrag mit ohne Probezeit. Ja, wenn man das heute hört und erzählt, muss ich sagen, habe ich einen gewissen Stolz, dass mir das damals gelungen ist. Also Karajan nicht, aber dafür Deutsche Oper. Nein, Karajan war klar. Karajan, der hat mich später geholt. Aber Karajan war klar, aber dafür Deutsche Oper nicht schlecht. Ich kam ja aus dem Studium. Aber daraus schließe ich doch, dass es auch... ja, wie soll ich sagen, Leute gegeben hat, die sehr weite Ohren hatten und dann sofort weitergegeben haben, dass sie immerhin bei Karajan vorsingen durften. Das war ja etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, und der Seefelder, Professor Seefelder war ja ein Spezialist, der hat ja den Thalwiller geholt, der hat ja viele, 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 Van Damme hat er geholt, hat viele Leute an die Deutsche Oper geholt, die vorher völlig unbekannt waren. Vielen Dank, Herr von Halem, dass Sie heute bei uns waren und unser Gespräch humorvoll und auch durch Ihre Persönlichkeit aufgewertet haben. Danke, ich danke auch. Ihnen. Und vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Es war ein Spaß. Wir sehen uns bestimmt hinter der Bühne wieder. Na, das ist nett, dass Sie das sagen. Alles Gute für Sie. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen hat es auch heute Spaß gemacht, uns zuzuhören und zuzusehen. Zuzusehen. Ja, war schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. I can hear the distant drum saying now that our day will come. It says that I'm still missing you. And now, as the days go drifting by,
I cry.